So, hallo, liebe Freunde der Kartenmagie. Hier sind wir mal wieder bei einem Was der Pick. Schauen wir mal ins Päckchen rein, was geht denn ab hier? So, eine Wildcard ist ja jetzt nicht so besonders spannend für uns. Wir wollen ja schauen, was wäre hier im Draft der Pick. Und die kannst du ja im Draft nicht aufmachen und ja einfach nur beliebige ankommen nehmen. Das wäre ein bisschen krass. Könnte man mal so spielerisch mal versuchen, als Draft-Variante einzubringen, aber belassen wir es dabei, dass wir auch mal echte Entscheidungen treffen müssen. So reden wir mal so ein bisschen drüber. Wir wollen da jetzt nicht nur einfach nur einen schnellen Pick treffen, sondern wir wollen die Gelegenheit nutzen, um vielleicht nochmal so ein bisschen zu reflektieren über das, was wir schon über das Format gelernt haben, was sich vielleicht geändert hat. Und ja, Dab zum Beispiel muss sagen, es ist vielleicht gar keine so verkehrte Karte für ein weißes Deck. War sie aber auch in Dominaria, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe, auf jeden Fall schon nicht. Problem an diesen Auren ist halt immer, joa, die lädt zum 2-for-1 ein, ne? Dein Gegner hat als Reaktion darauf, dass du die Aura ausspielst oder auch später einfach ein Removal für die Kreatur und dann bist du zwei Karten los für eine vom Gegner. Und das ist ein Nachteil, der einen das Spiel kosten kann. Allerdings gibt Dab eben auch First Strike und das heißt, es wird eine 3-3er-Kreatur, nehmen wir es mal an, so wo du es vielleicht draufpacken willst, 5-5er First Strike machen. Da kann der Gegner in den meisten Szenarien weder blocken noch angreifen. Das heißt, du hast wirklich ein ziemlich krasses Threat auf dem Board. Und wenn da noch irgendwie Lifelink drauf ist oder sowas, ist das schon ziemlich krass. Und was in diesem Set halt auch noch dazu kommt, wir haben Feat of Resistance, den weißen Combat Trick für ein beliebiges und ein weißes Mana, der noch Protection gibt für eine Runde und noch einen +1 Counter drauf gibt. Und der kombiniert sich sehr gut mit dem Dab zusammen. Und vor allem die weißen Decks spielen halt am liebsten kleine Kreaturen. White Weenie auch genannt. Und ja, das spielt sich eben sehr gut so zusammen und von daher da vielleicht ein bisschen besser hier, als ich erst gedacht habe. Aber schauen wir mal. Ja, Mistress Singer auch ist vor allem für die blau-roten Decks, die sehr aggressiv und sehr tempobasiert vor allem spielen und einen in zwei, drei Angriffen halt locker töten können, eine ziemlich wichtige Kamm sogar. Daher ganz gut. Lars auch in diesem Deck gar nicht so verkehrt, denn da spielst du auch irgendwie Combat Tricks, da spielst du Frost Breath, um die Kreaturen vom Gegner einfach zu tappen und dann ist es egal, dass er nur 1-2 ist und er zieht dich immer weiter rein in deine Instants und Sorceries, mit denen du dann wieder deine Prowess-Kreaturen triggerst und so. Also Lars hat jedenfalls auch seinen Platz und das ist auch ganz schön. Würde übrigens auch ziemlich gut mit Dab funktionieren. Also Augen offen halten, man kann schon was aus dem machen. Also Kreaturen natürlich, die immer angreifen, also eine Karte ziehen, wenn sie allein nur angreifen, haben viel Potenzial und können dir das Spiel machen, aber du brauchst eben die richtige Unterstützung für sie. Und das ist nicht praktisch, ihm einfach nur Death Touch geben zu können oder so, sondern dass es ihn wiederholt angreifen lassen zu können. Das ist der Schlüssel zum Lars. Mass Blackguard hat, ja, halt okay performt bis jetzt, ne? Die Fähigkeit ist halt nicht besonders mächtig, aber reicht, um ihn relevanter zu machen als so ein 2-Mana 2-2er eben. Der ist ziemlich kacke, den Zombie, den es auch noch gibt. Aber gut. Lassen wir es jetzt mal mit, keine von diesen Karten wäre hier der Pick, denn wir haben zwei schöne Uncommons mit Rain of Revelation und Thrashing Brontodon. Klappt gut, Rain of Revelation sowieso immer eine gute blaue Karte. Instant Speed drei Karten ziehen, eine abwerfen, muss keine von den drei sein, die du gezogen hast. Also ein klasse Card Draw bzw. Card Selection Spell. Insgesamt kriegst du zwei Karten zusätzlich für 4 Mana. Und, nee, das stimmt ja auch nicht. Nein, insgesamt kriegst du eine Karte zusätzlich. Ja, du gibst ja auch Rain of Revelation die Karte aus. Und du wirfst nochmal eine ab. So. Aber dadurch, dass du eben nochmal was abwirfst, also hast du noch ein bisschen Selection mit dabei. Und es funktioniert gut in Blau-Schwarz zum Beispiel, wo du eine dicke Kreaturen abwerfen willst in Runde 4, um die in Runde 5 aus dem Friedhof zu holen. Klappt sehr gut in den Blau.
grünen Deck, was sehr gerne Karten zieht und dadurch extra Effekte bekommt. Also ja, toll. Und natürlich auch in Blau-Rot. Also in, wie gesagt, in allen blauen Decks eine klasse Karte. Thrashing Brontodon. Ja, der hat wie erwartet ziemlich gut performt. Keine Überraschung. 3-4er für 3 ist immer dick. Kommt nicht immer in Runde 3 raus wegen den schwierigen Mana-Anforderungen. Aber häufig, wenn du grün spielst, bist du auch Base-Grün. Ne? Also ist grün sozusagen die Farbe, die du am meisten hast. Und dann ist es auch kein so großes Problem. Und die Flexibilität zu haben, ein mächtiges Enchantment vom Gegner zu töten oder eine noch dickere Kreatur von dir, die da mit irgendeinem Facefeathers oder Capture Sphere oder sowas eingefangen hat, wieder befreien zu können, ist halt schon sehr, sehr nice. Und unsere Rare ist See the Truth, kleiner Tipp, die Karte ist nicht so gut im Draft. Die ist halt nur gut, wenn du sie irgendwie aus dem Friedhof castest oder irgendwie aus der Bibliothek raus oder so. Und das kriegst du im Draft eigentlich nicht hin. Das ist was für Constructed, wo du dann für 2 Mana 3 Karten ziehen kannst. Hier ist es eine spielbare Karte, aber ist halt schlechter als ein Anticipate. Und da würde ich lieber Opt spielen, ehrlich gesagt. Ist halt auch noch Sorcery Speed, also nichts Besonderes. Jo, hier wäre es zwischen Bronte und Revelation. Und Bronte ist halt auch noch eine Kreatur, die dir das Spiel gewinnen kann, weil sie eine dicke Kreatur ist. Von daher nehme ich mir den Bronte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch wieder noch mal ein bisschen was gelernt, beziehungsweise ich konnte euch noch mal ein bisschen in meine Sicht auf das M21-Format, nachdem ich jetzt schon ein paar Drafts gemacht habe, einführen. Und dann bleibt mir jetzt nur noch übrig zu sagen, bleibt geschmeidig.